MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg nach den Heimspielen des SC Magdeburg immer mit dem exklusiven Fan-Talk. Und heute nach einem vom Ergebnis her relativ entspannten Sieg zu Hause im zweiten Spiel der Gruppenphase EHF-Pokal haben wir Nemanja Selenovic hier. Und das ist dein Applaus hier, den hören wir jetzt gleich nochmal. Nemanja, als wir eben hier noch gestanden haben und auf euch gewartet haben, haben wir hier rumgeflaxt. Guck, du guckst ausnahmslos in fröhliche Gesichter und so weiter. Aber in der Kabine kann es sein, dass Benno nicht so richtig glücklich war? Ja, natürlich. Erstes Mal, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch für die Team. Das ist ein wichtiger Sieg. Und ich denke, das ist gegen Tatavanya ist immer schwer. Das ist eine Mannschaft, gute, starke Mannschaft, junge Mannschaft. Wir laufen immer in zweiter Welle und Gegenstoß, das ist ganz wichtig für ihn. Aber zum Beispiel, meine Meinung ist, ich habe schon wirklich zufrieden mit diesen zwei Punkte bekommen. Und wir müssen motivieren für nächstes Spiel im Samstag gegen Wetzlar. Das ist ganz wichtig für uns, und vielleicht, ich glaube, wir muss gewinnen dieses Spiel. Sag mal, ja, wenn es jetzt hier im Kreis der Fans welche gibt, die sagen, naja, aber 10 Tore waren auf jeden Fall drin und wären vielleicht besser gewesen, was antwortest du diesen Menschen? Natürlich, wir können besser machen heute, aber normalerweise das ist Leben. Ich habe schon gut gespielt heute, verlieren diese zweite Welle, aber das ist ganz normal. Ich habe schon immer Probleme zwischen diesem Angriff und Abwehr, aber was ist ganz wichtig für uns, ich habe schon wirklich Abwehr gut gemacht spielen, aber für mich auch, ich glaube, wir müssen konzentrieren und dann weitergehen. Ja, kurz zusammengezogen, ich habe gedacht, jetzt kommt noch ein Applaus. Kurz vor deiner Auswechslung gab es ein richtig schönes Ding. Ich glaube, es war das dritte in dem Spiel. Wie fühlten sich das an, habe ich versprochen zu fragen. Das ist immer schwer zu sagen. Ja. Weil ist das normal? Weil man hat schon den Eindruck, dass du so eine Spielweise hast, dass du schon damit rechnest, oh, gleich gibt's wieder von dem großen 2-Meter-Mann einen zwischen die Lichter. Du spielst schon sehr körperbetont, oder? Das ist mein Spiel. Ich komme und dann ich komme auf dem Feld. Ich komme immer 100% gegeben. Aber natürlich, wenn ich habe eine Situation, eine klare Situation zu Richtung Tor gehen, ich muss 100% gehen zum Richtung Tor und dann gucken, was ist wieder los. Oder ich habe einen Passen zu ihm oder ich einen Würfel, einen guten Würfel vom 9 Meter oder. Wenn Benno da mal weg meckert drüber, dann musst du einfach nur sagen, kann ich abspielen, muss Tor machen. Ja, es hat sich einfach. Musstest du runter oder war es eine Vorsichtsnahme von Bennett? Hättest du weiterspielen können nach dem Ding? Kannst du bitte. Hättest du weiterspielen können? Vor deiner Auswechslung gab es ja einen zwischen die Lichter. War es eine ernsthafte Verletzung? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder so? Ich habe schon einen Schlag bekommen zu meinem Kopf, aber das ist nicht schlimm. Ich habe schon hier nach vorne, aber das ist ganz klar, für mein Spiel, das ist immer klar. Ich habe schon immer einen Schlag bekommen zu meinem Kopf, aber das ist ganz normal, das ist Leben. Wir müssen weitergehen und dann spielen. Mehr. Schläge gegen Kopf, da kenne ich mich voll mit aus. Also, das ist, wir müssen mal, kannst du ranzoomen? Guck mal ran. Ja. So, wer hat eigentlich die schiefere Nase? Sie können uns ja eine E-Mail, Sie können uns, hier, wir haben beide eine schiefe Nase. Voll, oder? Ich hab schon. Du bist mein Bruder. Natürlich. Ich habe schon viermal Nasenbeinbruch oder fünfmal Nase gebrochen. Und du bist trotzdem so schön. Hör dir an, wie die abgehen. Dankeschön. Dankeschön. Sag mal, was mir aufgefallen ist, man soll ja nicht immer über die Schiedsrichter sprechen. Also, und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man sagen kann, die haben jetzt schlecht oder gut oder die pfeifen so anders als in der Bundesliga. Das ist dolle auffällig, oder? Das ist zum Beispiel in diesem EHF-Pokal ist immer etwas anderes zuschieden. Zum Beispiel, meine Meinung ist, sie hat immer diese Schiris, mach das, du hast einen Klarwurf, Freihand, du hast
immer weitergehen und dann hat kein Whistle. Ich weiß nicht, wie sagt das? Gibt es keinen Pfiff? Pfiff. Genau, Pfiff. Das ist immer schwer und das ist ein bisschen anderes als in Bundesliga, aber das ist ganz normal. Wie gefällt dir Magdeburg? Unglaublich, wirklich. Ich hab schon wirklich zufrieden mit diesem Jungs und Mannschaft und ganze Stadt mit Leuten, wer kommen zum Halle. Für mich, das ist unglaublich, wirklich. Bleibst du schön lange noch da? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht. Okay, also wir stehen auf Nemanja. Nemanja steht auf Sie. Wir beide stehen auch aufeinander, wie wir gerade gesehen haben. Wir sind Brüder und haben beide einen schiefen Nasenwettbewerb. Kaufen Sie Karten für alle Spiele, die es noch gibt. Gerade auch für die ERF-Pokal-Heimspiele. Weil das muss man nämlich auch mal sagen, auch aus Sicht von MDR Sachsen-Anhalt, dem ganzen Team, für das ich ja hier stellvertretend stehe. Es ist unglaublich. Das sind 3000 Leute in der Halle, wo sonst irgendwie 6000 oder mehr sind. Und die Stimmung ist irgendwie genauso, als wäre sie komplett voll. Und das ist Ihr Verdienst. Und wenn Sie das nächste Mal jeder noch einen mitbringen, dann geht das hier richtig ab. Vielen, vielen Dank. Autogramme, Fotos, Feuer frei. Nemanja, du bist eine richtig geile Sau. Ja. So, viel Spaß.